Bei diesem wunderschönen Wetter haben wir uns natürlich hinaus in die Natur gewagt. Da brauchen wir nicht im Studio zu sitzen, ne? Weil im Studio ist die Luft ja stickig und wir brauchen Luft zum Atmen, ja? Und wir haben beide was Rotes an uns. Ich habe ein rotes T-Shirt angezogen. Rot ist ja immer, und du hast rote Streifen, sehe ich hier gerade. Und Rot ist ja immer so eine Signalfarbe. Wenn man Rot sieht, dann weiß man ganz genau, bah, jetzt passiert was, jetzt müssen wir aufpassen. Und deshalb, Frankie, ja. Ich nenne dich einfach so, Frankie, ja. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt durch eine Bekannte, die eigentlich schon sehr lange in meinem Leben ist. Und es ist ja so, von Menschen, die lange in dem Leben eines anderen sind, die haben meistens immer irgendeine ganz tolle Aufgabe. Und diese Aufgabe von dieser Frau, es war eine Frau, ne? Die war es, um uns zusammenzuführen. Ja. Richie. Du machst etwas ganz Tolles und wir wollen einfach mal ein bisschen über dein Projekt reden, was er uns natürlich auch schon erzählt hat und wir sind völlig begeistert, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen darüber reden. Ja, erzähl mal, um was geht es überhaupt, um den wissenden Zuschauer noch wissender zu machen? Ja, es geht darum, im Grunde genommen eine Lebensart, die auf uns natürlich zutrifft, zu leben. Also das zu tun, was wir wirklich lieben. Richtig, aber unsere Zuschauer wollen natürlich erstmal wissen, bevor wir auf das Projekt kommen, was mich natürlich auch immer weiter brennend interessiert, wer bist du denn eigentlich? Ich habe jetzt gesagt Richie, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, ja, ne? Genau. Ja, genau. So, also mein Name ist Frank Richli und ich bin ja einfach relativ schlicht, sagen wir mal, aufgewachsen und bin früh an Probleme gestoßen, wo ich dachte, hey, warum ist denn die Welt so? Das geht doch gar nicht. Ich will das so nicht. Das kann auch nicht sein und habe das angefangen zu beobachten, zu erforschen, habe Fragen gestellt, keine Antworten gekriegt und so bin ich da immer weiter reingewachsen. Was genau, und, was genau hast du erforscht? Was hat dir nicht gefallen? Ja, es wird hier einfach zu wenig gelächelt. Also man beschwert sich über Dinge, ändert sie nicht und beschwert sich dann darüber, wenn ich doch sage, ja wieso, mach das doch einfach so, ja, und dann beschwert man sich wieder darum, dass man das gemacht hat. Also was ist denn hier, wo ist denn eigentlich dann der Punkt, wo man sagt, ja, jetzt ist das Leben schön. Nein, ist es nicht, es ist immer nur also immer nur Genöle und das konnte ich mir einfach nicht mehr anhören. Warum reden sie nur über Probleme, aber keiner redet über Lösungen? Warum nicht? Warum nicht Lösung? Warum nicht? Ja, geht ja nicht weit. Ja, warum denn nicht? Mach doch weiter. Hör doch auf, darauf zu gucken, auf das Problem, sondern kümmere dich um die Lösung. Ja, und geht nicht, gibt's nicht. Also warum nicht? So, und dann habe ich das erforscht und gefragt, wie das hier geht. Also was ist denn hier überhaupt los? Also warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Warum ist denn das Wirtschaftssystem so, wie es ist? Warum ist das Geldsystem so, wie es ist? Warum machen die Menschen denn das, was sie eigentlich nicht lieben? Ja. Ja. Warum wird denn in der Medizin das Symptom behandelt und nicht die Ursache? Warum ist denn Geld eigentlich gar nichts wert? Wir müssen nur dran glauben. Warum ist denn das alles so? Das ist ja alles. Warum ist denn eine Politik so, dass die überhaupt nicht fürs Volk sind, sondern eigentlich dagegen? Wieso ist das so? Wieso muss sich mein Vater 40 Jahre quälen in der Autofabrik, um dann irgendeine Rente zu kriegen, die lächerlich ist? Wofür denn das? Was ist denn der Sinn des Lebens? Ich merke jetzt schon, wie mein Puls hier anfängt zu schlagen, also sprich mein Herz, weil ich denke, dass wir das gar nicht in der Zeit schaffen. Wir müssten einfach mit dir jetzt so ein Jahresabo abschließen, damit wir über all das reden können, weil das, was du alles schon angesprochen hast, das liegt mir auch auf der Seele. Okay. Darfst du weiter rein? Ja, gerne. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich daraus jetzt resultierend Lösung suchen. Also habe ich angefangen, alles zu lesen, was ich irgendwie in die Finger kriegte, was irgendwie was mit Sachbüchern zu tun hat, was hier los ist. Wissen aneignen, was ich in der Schule natürlich nicht, ne, keine Antwort gekriegt habe über Lehrer oder sonst was, gar nicht, Eltern sowieso nicht. So, also muss ich selber. Dann hatte ich eine Schwester, die hat mir dann so ein Buch gegeben über positives Denken. Ich denke, was ist denn das? Ja, und dann habe ich andere Bücher geholt und hier und dann habe ich Forschungsbücher und Wissenschaftsbücher. Ich habe alles durchgegraben, um irgendwie zu kommen, ja, wie geht's weiter? Wissen ist Macht. Genau. Und dann habe ich mit 16 die Entscheidung gefällt, zu sagen, okay, ich werde mein Leben darin ausrichten, dass ich Lösungen finde und diese Lösungen umsetze und mich darauf konzentriere. Und das habe ich dann getan. Also ich habe zwar etliche Jobs gemacht, aber immer in die Richtung zu gucken, was ist hier los, wo geht das und Fragen gestellt und alles, was in der Richtung geht. Und dann immer aufgeschrieben und sowas. Genau, und jetzt haben wir über all die Problematiken, die du jetzt eben angesprochen hast, haben wir so angeteasert. Aber jetzt sagst du lösungsorientiert. Was ist jetzt deine Lösung? Was schwebt dir vor? Wofür lebst du? Ich lebe dafür, dass Menschen ihre Vision leben. Ich meine und die ihre. Weil wenn sie das denn nämlich tun, das Leben, was sie lieben, lächeln sie.
Und ich möchte in einer Welt leben, wo gelächelt wird. Ja, aber wie schafft man das denn? Indem man das tut, was man liebt. So, und jetzt muss man das umsetzen. Wie setzen wir das um? Das ist die Frage. Ja, weil die meisten sagen ja auch immer, ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss heute noch arbeiten. Ja, mein Gott, arbeitest du nicht gerne? Wenn du nicht gerne arbeitest, dann such dir doch einen anderen Job. Ne? Das habe ich auch gedacht. Aber viele tun das dann nicht, weil sie dann da drin sind und weil der Lohn nicht stimmt oder weil die Gewohnheit oder was auch immer ist. Aber in Wirklichkeit wird das Spiel immer trauriger mit den Jahren, weil sie ja immer länger nicht das tun. Wir wollen ja jetzt nicht über Traurigkeit reden, wir wollen über dein Projekt reden. Ja. Wie machen wir die Menschen glücklich? Was? Der haut immer von mir ab. Kommst du mal ein bisschen näher zu mir ran? Geht immer weg von mir. Ne? Dafür, ich muss dem Wissen hinterherjagen. Ne? Also, erzähl mal, was machst du für ein Projekt? Ist ganz klar. Das, was ich in den 30, 40 Jahren, die ich geforscht habe, rausgefunden habe, ist einfach, wenn wir das Geld von der Tätigkeit trennen, lösen sich Probleme auf. Das heißt, passives Einkommen. Bedingungsloses dann, Einkommen? Sowas in der Richtung, ja. Und dann eben das tun, was man gerne tut. Ohne dass man darüber nachdenken muss, auf Geld. Das Geld kommt sowieso. Und das in so einer Höhe, dass man das einfach frei machen kann. Und dann sprudelt man an Energie, dann lächelt man, dann macht man das, was man will. Dann kommen Ideen, dann ist der Mensch da in seiner Kraft. Und dann schläft er gut, dann isst er gut, hat er eine gute Beziehung. Alles ist gut, gesund, alles. Die Zellen sind besser drauf. Es ist alles super dann. Und dann lächelt er. Ja, was muss man jetzt dafür tun? Was müssen wir jetzt dafür tun, dass wir alle lächeln? Ganz einfach. Ja. Ich habe einen Weg herausgefunden, wodurch ich eben Möglichkeiten habe, denjenigen finanziell Schritt für Schritt für Schritt in die Freiheit zu bringen. Und zwar mit sehr, sehr wenig Einsatz von ihm selbst. Ja, wo er bei nichts verkaufen, empfehlen oder sonst was muss, sondern wirklich einen super geringen Eigenanteil hat und den auch nur hat, damit es für jeden auf der Welt funktioniert. So, und dadurch entsteht Kapital, dann kann ich eben mit Wissen und Unternehmen und allen möglichen Sachen zufügen, sodass er dann sein Ding macht. Und damit das noch mehr umsetzt, gründe ich weltweit autarke Dörfer. Und diese autarken Dörfer sind sozusagen Tools, wo das stattfindet, was sozusagen mein Lebenswerk ist. Das bedeutet, in diesen Dörfern entsteht Bewusstseinsentwicklung, Gesundheit, finanzielle Freiheit. Und einfach in Wagen, die ich selbst entwickle, aus Hanfplatten entwickle ich die gerade. Die werden sowieso große Wohnwagen, die werden so zusammengesteckt, so Tiny-Häuschen kennt man ja, sowas in der Richtung. So, und die werden dann zusammengebastelt, für jeden hingestellt und dann kann der darin wohnen, machen, tun, alles regeln. Also ich zeige ihm erst, wie er das Kapital kriegt. Dann gebe ich ihm das, was er bräuchte eventuell, um sich zu gesunden, zu wohnen, zu machen, zu entgiften, so was auch immer das alles ist, damit er dann mehr tun kann. Und dann gebe ich ihm noch die Möglichkeiten an der Hand, wenn er denn sich jetzt, naja, irgendwie verwirklichen will, was auch immer er möchte, ja, so Crowdfunding-Ideen mäßig, ja, er möchte irgendwas machen, dann gebe ich ihm die möglichen Ideen und sage, okay, guck mal, dann mach doch mal mit dem oder dem. Ich habe ohne Ende Kontakte seit 30 Jahren aufgebaut, in allen Richtungen. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Naturstoff zu sprechen, Hanf, ne? Ja, sehr wichtig. Wenn ich jetzt beispielsweise im Urlaub bin und ich schlafe in so einem Holzhaus, da schlafe ich irgendwie ganz anders, als wenn ich zu Hause bin und Betonwände habe mit einer schönen Tapete drauf, vielleicht eine Holztapete oder eine Waldtapete. Aber das ist ja nicht dasselbe. Und so ein Hanfhaus ist doch... Das hat folgende Gründe. Und zwar, wenn man in einer Naturumgebung schläft, also Lehm, Holz, ja, dann schaltet das Gehirn weiter ab. Das heißt also, es fährt weiter runter und dadurch können die Lymphwege besser gespült werden und das Gehirn entgiftet und du schläfst viel tiefer, du kommst in die Tiefschlafphase, weil ja die ganze energetische Geschichte durch den Metall und Beton und Kram nicht da ist. Du hast Naturumgebung und dadurch fährst du runter, also mehr in den Parasympathikus. Das brauche ich auf alle Fälle. Also ein Hanfhaus brauche ich. Dann kommen Ideen, dann bist du ausgeschlafen, ausgeruht und das, weil du ja einen natürlichen Zyklus hast, wenn du aufwachst und nicht Wecker klingeln, ja nicht mehr genervt und da wieder drauf, ja, sondern du bist ja, und ich musste wieder Sonntagabend Magenschmerzen, weil du Montag zur Arbeit musst und diesen ganzen Blödsinn, nee. Und aber das ist ja auch das Faszinierende, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund in den Wald gehe, ich suche eine Lösung oder ich habe ein Problem oder muss über irgendwas nachdenken, dann gehe ich in den Wald rein und komme raus und habe die Lösung. Das heißt, also als wenn die Bäume mir dabei helfen. Kann das sein? So. Das ist wirklich so, ja. Es gibt sogenannte Terpene, die in den Bäumen sind sozusagen, auch Nadelbäume sind da ganz besonders. Und darum ist ein weiteres Projekt Baumhäuser. Ich werde also Baumhäuser kreieren, auch mit Kletterpark und allem drum und dran, wo man praktisch in den Bäumen dann eben schlafen kann und kleine Dinger. Die Wände sind dann so wie Luftmatratze, damit das nicht so viel Gewicht ist.
Die Platten werden mit Seilen gespannt, natürlich Hanfseile, ja, zwischen den Bäumen. Und so können wir also in dieser Natur, weil das, die Baumgipfel haben eine ganz besondere Aussendung von diesen Terpenen. Und da können wir dann wunderbar schlafen, machen, tun. Also mit der Natur zusammen, mit den Wildkräutern und wieder lernen, dass Löwenzahn und Brennnessel kein Unkraut sind, sondern Heilpflanzen und diese Sachen eben zu ernten sind und zu essen sind und dass wir super dabei gesunden. Ja, das ist total, es ist so faszinierend. Aber ich muss jetzt mal ein Aber dahinsetzen. Das hört sich noch so ein bisschen an wie Zukunftsorientierung. Oder du musst dich orientieren. Oder wie willst du das finanzieren? Weil überhaupt ein Haus zu bauen, ist ja schon anstrengend. Und erzähl mal, Finanzierung, wie läuft das? Ja, es ist so, dass ich mit einem Multimillionär Kontakt habe, der sich was Tolles ausgedacht hat und uns in eine Wertschöpfungskette eines Produktes einbindet. Und der macht das so raffiniert, dass derjenige, der da mitmacht, ab 18 für einen super geringen Einsatz dann eben sein Geld bekommt und das sehr schnell. Und da nichts für großartig tun muss, also nichts verkauft, nichts macht, keine Liegestütze, sondern einfach eben an dieser Wertschöpfungskette beteiligt, weil derjenige, das sein Lebenssinn ist, sozusagen einfach weiter Geschäfte zu machen und von seinen zukünftigen Gewinnen, die er macht, dann einfach was abzugeben, weil er hat schon genug. Mhm. Ja, er ist versorgt, Kinder sind versorgt, aber er findet das toll, was er da macht und hat gesagt, er möchte die Welt ein bisschen verändern und den habe ich kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich doch mal, gucke ich mir an und bin da durchgestiegen. Das ist faszinierend, was er macht und ich kümmere mich ja schon seit 20, 30 Jahren um solche Sachen. Darum wusste ich, was er da macht. Und das ist einfach genial. So, und wer jetzt das... Ist er sozusagen ein Weltretter? Das kann man so sagen, ja. Er ist so drauf und er hat auch das gleiche Ziel wie ich. Und zwar das Endziel sozusagen ist, dass Geld nicht mehr benutzt wird. Wir haben es alle, aber wir hören es auf zu benutzen. Weil wenn du Millionärin bist und ich Millionärin bin, was wir in Kürze sein werden. Dann schenke ich irgendjemand was Schönes. Irgendwie das machen, dann machst du das Interview so, dann machst du das so, dann gebe ich dir das, drück dich einmal und sag, hey Sabrina, alles schön. Dann war's das doch. Okay, warum noch? So. Und genau das, dann brauchen wir keine Sachen mehr, die absichtlich kaputt gehen, damit wir sie noch mal kaufen müssen. Ja? Da brauchen wir auch keine Patente mehr, Korruption. Was, das ist alles übrig dann. Es ist alles, erledigt sich alles, wenn wir das trennen. Wenn wir uns einfach bewusst werden, wer wir wirklich sind. Was sind wir denn wirklich? Wir sind geistige Wesen, die es voll drauf haben und die diesen Körper lenken und sich erinnern müssen, wer sie wirklich sind. Und das ist dann mein Part. Ja? Aber kann man eigentlich sagen, was einer nicht alleine schafft, schaffen viele zusammen. Das heißt also, viele schließen sich zusammen, werden in gewisser Weise unterstützt, damit wieder neue Projekte entstehen können. Genau. Und so werde ich das erste Dorf gründen und dann die ganzen Dörfer weltweit miteinander verbinden. Und darüber wird dann ihr hoffentlich einen Dokumentarfilm machen, dass wir das also öffentlich sehen. Wo sind die ersten Häuser an? Die ersten werden wahrscheinlich in Tirol sein. Ein weiteres Projekt ist auf Kreta geplant, wo ich schon 20 Jahre bin, oberhalb eines Stausees. Und ein weiteres Projekt ist in Gambia geplant. Am Strand, da haben wir noch ein paar Lost Places gefunden, also so ein paar Häuschen, die da stehen, so alte Dinger, Reste. Und mal gucken, ob wir das kriegen. Wir kriegen da sogar Land gestellt, also würden wir gestellt kriegen von der Regierung. Also es ist schon Möglichkeiten da und es tun sich immer mehr Menschen zusammen, die in meinem Kreis sind, die sagen, jo Frank, wir machen das zusammen und ja, und das ziehen wir jetzt durch. Ja. Ich habe also dann auch freie Energie, also wenn man das mal laut aussprechen darf, habe ich gesagt. Ja, also da werde ich jetzt mit einem Forscher reden, mit dem ich schon länger befreundet bin, dann medizinische Geschichte im Informationsmedizinbereich, also direkt mit der Zelle kommunizieren, damit dann die Schwingung erhöht wird und dann die Gesundung dann sozusagen stattfindet. Weil wenn er gesund ist und Geld hat und schön wohnt und lebt, und dann ist alles wunderbar. So, und da wollen wir hin, da gehen wir hin und das ist klar, dass das kommt. Es kann nicht verhindert werden oder irgendwas. Es gibt nichts, was dagegen spricht, weil es ist dran in dieser Zeit, das zu tun. Das in alten Schriften steht das auch alles geschrieben, wer sich ein bisschen auskennt. Das hört sich so schön an. Ja. Das hört sich so mega schön an. Und ich bin der Meinung, jeder, der das jetzt hört, der muss einfach sofort, die Synapsen müssen sofort bam, 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 da oben anfangen zu reagieren. Und die müssen sagen, wo kriege ich mehr Informationen her? Aber ich denke, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ansonsten, wir könnten uns wahrscheinlich stundenlang über dieses Thema unterhalten. Und ich bin auch mächtig gespannt. Und wir werden dich natürlich verfolgen. Ja. Im wahrsten gerne. Sinne des Wortes, weil wir natürlich darüber auch Bescheid wissen wollen. Ja. Und vielleicht steht mal so ein Hanfhaus im Garten bei mir. Auf alle Fälle, ja, das hatte ich vor. Das hatte ich vor. Wollte ich dir vorschlagen. Schön, dass du darauf zurückkommst. Einer der ersten Hanfwagen, also Tiny-Hanfwagenhäuschen, da ist so ein Trailer drunter, kann man hinstellen auf die Beine, dann kurbelt man das hoch, ist dann bei dir zum Testen und dann kannst du darin Wochenendurlaub oder wenn mal, ne?